neben mir. Also Sie können das, denke ich, locker verfolgen. Für uns im Design war dieses Projekt einzigartig und eine einmalige Chance, weil wie oft in einem Designerleben kriegt man die Gelegenheit, eine komplett neue Marke zu gestalten, eine komplett neue Formensprache zu entwickeln und das gleich auf zwei sehr unterschiedlichen Fahrzeugen auszubauen. Das war also eine fantastische Aufgabe und die beschäftigt uns zwar noch ein bisschen, aber die ersten Resultate sehen Sie hier. Das Ziel, was wir haben bei diesen Fahrzeugen ist, Premium und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden. Und wir glauben, dass darin auch eine Marktlücke steckt. Es wird nachhaltige Fahrzeuge geben und es gibt bereits sehr viele Premium-Fahrzeuge. Aber wir streben nach, in diese Fahrzeuge die perfekte Kombination von diesen beiden Elementen zu schaffen. Design ist immer Kaufpunkt Nummer 1 bei unseren Fahrzeugen und das wird auch hier der Fall sein. Mit dieser neuen Formensprache, die wir Next Premium nennen wollen, wollen wir aber und können wir auch andere Sachen ausdrücken als in der Formensprache, die Sie schon kennen. Premium habe ich bereits erwähnt. Unsere Fahrzeuge werden clever sein in vielen Teilaspekten. Die Fahrzeuge werden clean oder sauber sein und das auch ausstrahlen. Die Fahrzeuge werden extrem leicht durch diese Carbon-Bauweise und auch das wollen wir im Design ausdrücken. Und natürlich werden wir auch dafür sorgen, dass die Kunden sich sicher fühlen in diesen Fahrzeugen. Sicherheit ist etwas, was die Kunden natürlich interessiert. Die Fahrzeuge dürfen auch Freude am Fahren ausstrahlen, sonst würde es nicht zu der Muttermarke BMW passen. Elektrofahrzeuge sind ja nicht langsam und auch das ist ein Ziel bei uns im Design gewesen. Und natürlich, last but not least, diese Fahrzeuge sollen extrem futuristisch werden. Die Technik, die hier drin steckt, ist extrem modern, extrem futuristisch und eigentlich kann man sagen, ein Radikalansatz. Und wir wollen eben dies auch über das Design vermitteln. So, wie haben wir das denn umgesetzt bei diesen beiden Fahrzeugen? Zunächst möchte ich Ihnen zeigen, was diese Fahrzeuge in ihrer Formensprache verbindet. Sie sind natürlich in ihren Proportionen deutlich unterschiedlich, aber es gibt Designmerkmale, die beide Fahrzeuge verbinden. Zunächst natürlich sehr deutlich erkennbar an der Front haben wir einen Grill, der auch an den nierenförmigen Grill von BMW-Fahrzeugen erinnert. Es ist aber in der Gestaltung etwas anders ausgeführt. Zunächst einmal beim i3 brauchen wir keinen Lufteinlass durch diesen Grill. Wir haben die Form dann geschlossen und leicht abgeändert und mit so einem blauen Akzent versehen. Das gleiche trifft zu für den i8. Dieses schafft natürlich eine sofortige Verbindung zu der Muttermarke BMW. Es ist ja eine Submarke, die wir hier machen. Die Fahrzeuge haben sehr große Räder. Das ist etwas, was wir als Designer sehr gerne sehen und benutzen. Und das hat hier aber auch funktionale Gründe. Die Räder sind relativ schmal, das verbessert die Aerodynamik. Sie haben einen sehr geringen Rollwiderstand, das verbessert die Effizienz. Und um das möglich zu machen, musste der Diameter dieser Reifen sehr groß sein. Wir fangen hier an bei 19 Zoll und das ist natürlich für Designer eigentlich ein Traum. Und das steht beide Fahrzeuge, wie Sie sehen, auch gut. Des Weiteren haben wir in der C-Säule-Gestaltung uns was Neues einfallen lassen. Das ist etwas, was nur Fahrzeuge der Submarke i bekommen werden. Wir nennen das Streamflow und ich komme nachher in den beiden Fahrzeugen noch darauf, warum das so aussieht. Aber Sie sehen schon eine Familienähnlichkeit in diese Gestaltungselemente. Dann haben wir die Aerodynamik, die ja wichtig ist, um ein sehr effizientes Fahren zu ermöglichen, als Teil von unserer Formensprache von vornherein integriert. Sie sehen es an vielerlei Abrisskanten, Sie sehen es zum Beispiel auch in der Gestaltung der Schwelle der beiden Fahrzeuge. Das haben wir im Windkanal bereits getestet und das verhilft beide Fahrzeuge zu sehr niedrigen CW-Werten. Wir haben dann, wie Sie sehen, Front- und Heckleuchten aneinander angeglichen. Man wird also diese Fahrzeuge bei Tag und bei Nacht der Submarke i zuordnen können. Jetzt komme ich dann so langsam zu
den Dingen, die diese Fahrzeuge voneinander unterscheiden. Die Proportion habe ich eigentlich bereits erwähnt. Sie könnte unterschiedlicher nicht sein. Fangen wir mal an bei dem i3. Das ist ein Megacity-Vehikel, also ein Fahrzeug für Menschen, die in der Großstadt leben. Und zunächst fällt auf, dass wir in der Silhouette eine One-Box-Architektur gewählt haben, eine Mono-Volume-Architektur. Und warum ist das? Es ist einfach die Architektur, die uns ermöglicht, auf geringstmögliche Verkehrsfläche ein Maximum an Innenraum anzubieten. Die Fahrzeugarchitektur hilft uns dabei, weil Motor und Batterie sind ja unter dem Fahrzeugboden und alles da oben drüber ist frei verfügbaren Raum, würde ich fast sagen, für die Passagiere in dem Fahrzeug. Sie sehen auch hier bei den i3 die bereits vorher erwähnte neue Gestaltung der C-Säule. Das hat zwei Aspekte oder zwei Gründe. Sie sehen eine Glasfläche, wo normalerweise Fläche ist. Das heißt, die Rundumsicht in diesem Fahrzeug ist gesteigert. Für Kunden, die in der Großstadt unterwegs sind, ist das ein wichtiges Element. Man muss die anderen Verkehrsteilnehmer sehr gut wahrnehmen können. Und der zweite Grund hinter dieser Gestaltung ist, dass das Fahrzeug dadurch optisch leichter wirkt. Der Dachrahmen scheint zu schweben. In der Front dann war es uns wichtig, dass das Fahrzeug sehr solide und sehr stabil wird. Es ist ein kleines Fahrzeug, aber in der Großstadt, in der Megacity, wird dieses Fahrzeug auch auf Autobahnen bewegt werden. Ein Commute in der Großstadt findet auch auf Autobahnen statt und da sollte das Fahrzeug sich auch zu Hause fühlen. Also zunächst einmal gibt die Proportion Solidität wieder. Die Gestaltung ist dann so gewählt, dass die Bodypanels im Prinzip fast wie zwei Schutzschilder auf beiden Seiten daherkommen und das vermittelt eben Sicherheit, ein wichtiges Thema für unsere Kunden. Wir haben dann die Glasflächen auch im Dach sehr groß gemacht und wir haben auch eine Zweifarbigkeit gewählt, wie Sie hier sehen. Das fängt in der Haube an und setzt sich über das Dach fort bis in die Heckklappen. Und die Heckleuchten leuchten dann durch diese schwarze Wand, so wie wir das nennen, durch. Das hat eben auch zur Folge, dass das Fahrzeug sehr modern wird. Die Bodypanels wirken auch in der Heckansicht wie ein Schutzschild. Sie steigern auch die Weitenwirkung und die Solidität. Und dann kommen wir zum Interieur. Die Türöffnung ist sehr großzügig. Wir haben keine B-Säule. Das heißt, auf engstem Verkehrsraum so groß wie möglich Einstiegskomfort und das wird dann in dem Rest des Designs weiter fortgesetzt. Die Sitze sind aneinander verbunden, man kann sie einfach von links nach rechts durchschieben in diesem Fahrzeug. Auch das ist ein Thema, was man in der Großstadt häufig braucht. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass durch diese Glasflächen sehr viel Licht im Interieur reinbringt. Bei dieser Dachgestaltung in diesem Fahrzeug haben wir uns sogar inspirieren lassen von einem Standplatz. Das Dashboard wirkt extrem leicht und das war wirklich eine Herausforderung. Sie scheint fast zu schweben und daran angehängt sind sehr große Monitoren oder Bildschirme. Wir glauben, dass das für die Kunden in der Großstadt auch in Zukunft ein wichtiges Element sein wird. Connectivity, Internetverbindung wird die Kunden in Zukunft auch Parkplätze andeuten und viele Informationen bieten, auch über den Ladezustand der Batterie. Die Gangbarhebung, auch ein besonderes Detail für ein Elektrofahrzeug, ist auf der Lenksäule zu finden und es wird dann auch ein optisches Feedback geben über den Betriebszustand des Fahrzeugs. Wenn ich dann überschalte zu dem i8, dann sieht man zunächst eine Silhouette, die sehr sportlich und elegant und gestreckt ist. Das ist klar, hier handelt es um einen Supersportwagen, aber ich würde sagen, ein Supersportwagen von morgen. Die Silhouette ist bereits erwähnt, es ist übrigens ein Fahrzeug, was ein 2+2 ist. Das war nur möglich durch diese neue Antriebstechnologie, diese Elektromotoren sind klein. Und somit konnten wir in der Kultur von einem Supersportwagen 2+2 Sitzverhältnisse generieren. In der Front strahlt das Fahrzeug natürlich eine gewisse Dynamik aus, aber ich glaube, wir tun das ohne die üblichen
Spoiler und zu bewegbaren aerodynamischen Teilen. Dieses Fahrzeug hat auch das Thema des schwarzen Bandes, was sich fortsetzt übers Dach und weiter fortgesetzt wird bis in die Heckpartie. Die C-Säulengestaltung ist in diesem Fahrzeug, glaube ich, etwas Besonderes. In der Seitenansicht sieht sie ähnlich aus wie die im i3, aber hier bei diesem Fahrzeug erfüllt sie auch eine aerodynamische Funktion. Sie ist durchströmt, die Heckleuchten sind komplett durchströmt. Ich glaube, Sie sehen das auch aus dieser Perspektive. Der CD-Wert für dieses Fahrzeug ist extrem gut. Die Tropfenform ist, wie Sie wissen, aerodynamisch gesehen die beste. Und wir haben hier dann auch das Fahrzeug so gestartet, dass das Greenhouse nach hinten schmäler wird. Das ist möglich, weil es in 2+2 ist, weil der Motor hinten sitzt und wir haben dort den Platz, um das zu machen. Ein Nachteil davon könnte sein, dass das Fahrzeug dann entsprechend schmal wird. Das wäre natürlich nicht gut für ein sportliches Fahrzeug und deswegen haben wir diese Bodyteile, diese Seitenteile auch hier sehr breit gemacht und also 8 Schutzschild gestartet und sowohl die Aerodynamik als auch die Sportlichkeit und Solidität vermitteln können. Auch hier ist die Türöffnung, glauben wir, ziemlich spektakulär. Auch das steigert dann den Einstiegskomfort oder Ausstiegskomfort. Das ist natürlich etwas anderes in einem Sportwagen als in einem Stadtfahrzeug, aber nichtsdestotrotz, es ist, glauben wir, ein sehr emotionales und besonderes Einstiegserlebnis. Das Interieur hat Ähnlichkeiten zu der Gestaltung, zu der Formensprache des i3, aber ich glaube, man sieht schon in diesem Bild, dass dieses Fahrzeug für größere Geschwindigkeiten gedacht ist. Man sieht in diesem Cockpit deutlich mehr Fahrerorientierung, Cockpitgefühl und eben auch mehr Geschwindigkeit. Dies ist ein Fahrzeug, womit man elektrisch aus seiner Wohngegend losfahren kann, ohne Geräusch, ohne Emissionen und dann außerhalb von der Stadt kann man die gesamte Motorleistung abrufen und eben ein Fahrerlebnis haben, wie man das gewohnt ist von einem Sportwagen. Allerdings mit einem Benzinverbrauch, was man so nicht kennt, von derartig sportlichen Fahrzeugen. Das sind dann eben die Designideen, die hinter diese Fahrzeuge stecken. Wie ich bereits erwähnt habe, die Fahrzeuge sind deutlich, denke ich, der Muttermarke BMW angehängt. Aber sie bieten auch sehr viele moderne und neue Designelemente, die aus unserer Sicht genügend Potenzial bieten, daraus eine komplette Submarke zu entwickeln, eben auch mehrere Fahrzeuge zu entwickeln. Zurzeit haben wir alle Hände voll zu tun, diese Entwürfe in Serie umzusetzen. Und ich kann Ihnen versprechen, die Serienfahrzeuge werden sehr futuristisch wirken, auch in 2 Jahren, wenn wir Ihnen